Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Pokémon Let's Go Pikachu weiter und wollen weg. Irgendwie hatten wir uns jetzt hier gut genug umgeguckt auf der Ebene. Mich irritiert das hier, aber es gibt noch keinen anderen Weg dort rüber. Nee, ist alles richtig. Ist alles in Ordnung. Ich habe den Felstunnel auch so gut wie gar nicht mehr im Kopf. Also, wie ich damals hier durchgekommen bin, ich habe absolut keinen Schimmer. Hi. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Dieses unbestimmte Gefühl wiederum habe ich doch noch so einigermaßen im Kopf. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Felstunnel, glaube ich, damals nervig fand. Camper Yano fordert sich heraus. Es war ja auch so, immer wenn man die Ebene gewechselt hat, musste man, glaube ich, Blitz zum Beispiel auch neu aktivieren. Das ist ja jetzt hier auch gar nicht der Fall, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und ja, ansonsten, hier waren halt viele Trainer, verhältnismäßig starke Trainer, wir sehen's, irgendwie mit Pokémon zwischen Level 22 und 25, so wie es aussieht. Und ja, viele Zubats und Kleinsteins und das ganze Gedöns, das hat Spaß gemacht. Oha, du hast gewonnen! Ja, das ist voll richtig. Da guckst du, da staunst du, da kannst du es nicht fassen. Wenn man genau hinsieht, kann man sogar in einem langen Tunnel wie diesem Trampelpfade erkennen, die Menschen hinterlassen haben. Du musst einfach nur den Stellen auf dem Boden folgen, die etwas verfärbt aussehen, und schon kannst du dich praktisch nicht mehr verlaufen. Ach so, boah, das ist voll der coole Tipp. Aber den möchte ich gar nicht befolgen, sondern stattdessen gehe ich meinen eigenen Weg. Könnte es sein, dass ich mich hier verlaufen habe? Ach was, wie kann das denn passieren? Das glaubst du doch selber nicht. Du könntest zur Abwechslung auch mal herumwandern, so wie dein Name es übrigens aussagt, Wanderer Oliver. Stattdessen stehst du hier die ganze Zeit nur in der Gegend rum und denkst dir so, oh, ich habe ein großes Onyx, damit kann mich absolut niemand besiegen. Ha, und dann kam das kleine 10-jährige Kind um die Ecke mit dem Gyarados und du hast nicht schlecht gestaunt. So sieht's doch nämlich aus. Unter Umständen könnte ich sogar Probleme bekommen mit meinen AP hier. Zumindest was Gyarados angeht. Aber naja, ich habe ja noch ein paar andere Pokémon theoretisch, die ich auch irgendwann mal einsetzen könnte, ne? Theoretisch könnte ich das tun. Oh, Sandamer. Die weiterentwickelte Form von Sandan. Sieht auch ziemlich cool aus. Leider hatten Sandan und Sandama damals das Problem, dass die keine gescheiten Attacken gelernt haben. Schlitzer war okay, aber ich glaube, war es nicht sogar bei Sandan und Sandama so, dass die von Haus aus keine Bodenattacken gelernt haben? Konnte man nur über TM beibringen. Hätte ich mich mal lieber zum Ausgang leiten lassen, statt mich zu einem Kampf verleiten zu lassen. Dü. Ja, war alles noch ein bisschen anstrengend damals. Hast du auch das schlafende Pokémon auf Route 12 gesehen? Ich musste deshalb extra diesen Umweg machen. Man sollte dieses Pokémon dafür anzeigen. Ja, sehe ich nämlich auch so. Düp, so, was geht hier so? Nö, Kleinsteins, Macholos. Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tu bloß nicht so, als wärst du hier der Boss. Okay. Ich werde nichts so tun. Und ich werde dir auch gar keinen Anlass geben. Wanderer Roland fordert dich heraus. Ach nein. Okay. Wanderer Roland setzt Macholo ein. Ja, das ist natürlich das Pokémon, das eines Rolands würdig ist. Das könnte ich fast unterschreiben. Aber nun gut. Kopfnuss? Kriegst du das hin, Gyarados? Komm. Naja, okay. Du kriegst es nicht ganz hin. Durchbruch ist eine böse Attacke, wie wir gelernt haben. Auf der anderen Seite bringt sie aber erstaunlich wenig gegen ein Flug-Pokémon wie Gyarados. Wie sie auch immer auf den Trichter gekommen sind, ne? Dass Gyarados auch ein Flug-Pokémon ist? Warum? Ich meine, und warum haben sie es später auch nicht geändert? Sie sind ja stoisch dabei geblieben. Hätte sich doch viel mehr angeboten, Gyarados zu einem Drachen-Pokémon zu machen. Es gab sowieso nur drei Drachen-Pokémon damals. Fortini, Dragonir und Dragoran. Aber sowas wie Glurak hätte durchaus ein Drache werden können. Sowas wie Gyarados. Also, der hätte schon ein paar Möglichkeiten gegeben. Okay, ist ja gut. Du bist der Boss. Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ja. Danke, Roland. Du hast Talent. Möchtest du nicht auch Wanderer werden? Vielleicht, wenn ich groß bin. Wenn ich meine große Pokémon-Safari irgendwann beendet habe. Wir werden sehen. Du findest ein Fluchtseil. Oh, das ist aber nett.
falls man irgendwie mittendrin keinen Bock mehr haben sollte oder so. Ist alles zu anstrengend und zu gefährlich. Oh, bösartige Kleinsteins patrouillieren hier durch die Gegend. Du bist ein Ass-Trainer, ne? Ist ja irgendwas. Hier sind erstaunlich, entweder laufe ich an allem vorbei oder hier sind erstaunlich wenig Items, die auf dem Boden rumliegen. Ich sehe zumindest nicht, dass Pikachu jetzt mal irgendwann irgendwie irgendwo mal mit dem Schwanz gewackelt hätte. Du erstellst einen Pokédex? Wie cool! Darauf hätte ich auch total Lust. Leider ist mein Schwiegervater kein Pokémon-Professor und deswegen können wir das nicht machen. Aber egal, Pokémania Clemens fordert dich heraus. Oder guter Bekannter, oder also... Er kennt halt keinen Pokémon-Professor, deswegen kriegt er keinen Pokédex geschenkt. Wahrscheinlich sind die Dinger arschteuer. Damals gab es Spielzeug-Pokédex-Dinger, die man sich kaufen konnte. Ich weiß gar nicht, ob die gut waren. Hätte ich auch voll gerne gehabt irgendwie. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, ich hatte die Spiele. Das heißt, wenn ich einen Pokédex haben wollte, habe ich das Spiel angemacht. Also, da ich ja sowieso alle Pokémon hatte, da war das ja die perfekte Pokémon-Enzyklopädie. Und ich hatte einen Spieleberater. Den Spieleberater zu eben diesem Spiel hatte ich am Freitag in der Hand. Und ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich mir kaufen soll oder nicht. Ach, ich bin ja so neidisch auf dich. Ich glaube, er hat 25 Euro gekostet. Ich habe unterm Strich dann doch drauf verzichtet, weiß aber nicht, ob ich mir ihn vielleicht doch auch noch irgendwann hole. Sag mal, gibst du mir deinen Pokédex, wenn du ihn vervollständigt hast? Nein. Sorry. Auch nicht jetzt. Überhaupt gar nicht. Ich verschenke keine Pokédex-Dinger. Hatte nämlich auch noch einen anderen Spieleberater in der Hand. Das war vielleicht so ein bisschen der Fehler, weshalb ich dann unterm Strich gesagt habe, ach nö, ist jetzt vielleicht gerade mal... Nö, nicht die Zeit dafür, mir so einen Spieleberater zu kaufen. Ich habe... Anderer Grund, warum ich mir nicht gekauft habe. Ich habe mir ja zum Release von Red Dead Redemption 2 den Spieleberater zu eben diesem Spiel gekauft. Und weil ich mich natürlich nicht spoilern lassen möchte, liegt der Spieleberater jetzt momentan einfach nur die meiste Zeit herum. Ich habe zwar irgendwie die anfänglichen Seiten so ein bisschen durchblättern können und mal wenigstens einmal so kurz ein, zwei Blicke nach hinten auch so geworfen, aber alles, was auch nur andeutungsweise dann mit Spoilern zu tun hatte, das habe ich konsequent ausgeblendet und jetzt habe ich halt dieses wundertolle Buch hier liegen und jetzt kann ich da drin nicht rumblättern, weil, ja, ich will mich halt nicht spoilern lassen. Ja, und dasselbe eben auch, ich hatte da noch einen Spieleberater zu Zelda Breath of the Wild in der Hand. Der coole Spieleberater, der auch schon die DLCs drin hat. Um dich im Gebirge nicht zu verirren, kannst du ganz einfach Zweige am Wegesrand abknicken, um deinen Pfad zu markieren. Könnte ich. Oder ich vertraue einfach auf meinen Instinkt. Wie wär's denn damit, Lady? Ass-Trainer Claudia fordert dich heraus. Und setzt Vulpix ein. Oh, wie süß. Dubdidu. Zum Glück nicht Alola Vulpix. Ja, dann, schön, dass du's hast. Und schön, dass es jetzt weggespült wird. Entschuldigung, Vulpix. Mein Fehler. Das Siedewasser dürfte ihm eigentlich, also zumindest von der Temperatur her, aber gar nicht mal so unangenehm sein. Setzt Kadabra ein. Wir hatten bisher noch nicht mal ein Abra gesehen. Aber ich werde dich jetzt schon irgendwo Abra fangen können. Mach Gyarados weiter oder... Ja, komm. Mach halt noch weiter, aber eventuell darfst du gleich mal auf die Ersatzbank. Dupdidup. Warum ist eigentlich das Hinterteil von Kadabra so unglaublich groß? Das ist die Strahl, ne? Jo! Okay, soviel dazu. Gyarados, zurück. Ach, du hast mir treue Dienste geleistet. So, ja gut, dann Radikal. Du darfst für einen kurzen Moment mal glänzen. Es geht los, Radikal! Radikal! Dann versuch mal, dieses Unlicht-Pokémon zu besiegen, wenn du kannst. Ja, Psystrahl hat nämlich keine Wirkung. Ass-Trainer. Das ist auch so ein Titel, den man sich aus der nächsten Cornflakes-Packung holen kann, ne? So sieht's nämlich aus. Dab, da, dab. Du bist stärker als erwartet. In der Tat. Da Radikal ja ein ertauschtes Pokémon ist, wie lange ist es eigentlich noch auf meiner Seite? Im Kampf lässt du dich offensichtlich von nichts beirren. Das ist richtig. Wie lange ist es noch auf meiner Seite? Ich habe 3 Orden. Ich weiß jetzt gar nicht, bis wo, wie weit der Donnerorden reicht oder geht. Beleber. Was für eine Verschwendung. Na gut, aber
Wir wollen ja, dass alle weiterhin fleißig Erfahrungspunkte erhalten. So, Garados, du gehst erstmal woanders hin. Ich wäre mal wieder für ein bisschen dieser Knosp-Action. Du darfst doch gerne aus dem Pokéball kommen. So, okay. Dort unten war... Oh! Hier laufen Kangamas rum. Hallo, wo kommst du denn her? Wie unglaublich seltsam. Düp. Danke übrigens nochmal an Papa Maimai für den Hinweis, was die Früchte angeht. Das war mir nicht klar, dass die Frucht immer nur für die nächste Runde quasi gilt, außer ich werfe den Ball daneben. Ich hätte gedacht, die Früchte, wenn ich einem Pokémon einmal eine Frucht gegeben habe, dass es dann für den ganzen Kampf so gilt. Aber nun gut. Dann scheint dem wohl nicht so zu sein. Garados versucht, Drachenroute zu erlernen. Was ist denn Drachenroute? Eine Drachenattacke. Putzt das Ziel vom Feld und wechselt es mit einem anderen Pokémon aus. Mhm. Ja gut, war schön mit der Raserei. Lalala, 1-2 und schwupp. Garados hat Raserei einfach mal so vergessen. Garados wird nie wieder wütend, in seinem ganzen Leben nicht. Garados belegt einen wunderbaren Yogakurs zur Entspannung. So, Kangama, das Muttertier. Es zieht sein Junges in seiner Bauchtasche auf. Um es zu schützen, nimmt es mit jedem Gegner den Kampf auf. Ist es nicht voll riskant? Wäre es nicht besser, um das Baby zu schützen, nimmt es vor jedem Gegner Reiß aus? Wäre doch irgendwie sinnvoller, oder? Aus Kangamas wird man einfach nicht schlau. Naja. Düp. So, hi, wer bist du? Auch mitten in Tunneln wie diesen triffst du auf Ass-Trainer wie mich. Oh mein Gott. Jetzt kommt die ganze Ass-Trainer-Brigade auf mich zu. Was soll das nur? Ass-Trainer Bernd fordert dich heraus. Ah. Ich hatte irgendwie voll Lust, von einigen der Pokémon, die wir gesehen haben, mal wieder die Laufanimation zu sehen. Deswegen wäre jetzt mal wieder die Frage, ob ich Bock habe, verdammt, irgendeines meiner Pokémon zu tauschen. Ja, gut. Warum hier irgendwas riskieren, ne? Ob ich eines meiner Pokémon im Team jetzt tauschen will, möchte, um mal wieder was anderes zu sehen. Oder ob ich mir was anderes überlege. Ich weiß es nicht genau. Ich könnte ja auch einfach nur im nächsten Pokémon Center dann die ganzen Pokémon, die wir neu haben, dann mal herausholen. Dann probieren wir das mal kurz aus, wie es so aussieht, wenn man mit denen rumläuft. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber der Abwechslung halber... Ich meine, wenn man schon so ein tolles Feature hat, dann kann man das auch ruhig mal ein bisschen ausnutzen, ne? Was zum Geier? Flamara, du bist ja richtig... Warum hat das jetzt das so gut weggesteckt? Obwohl das eine sehr effektive Attacke war. Ist Flamara wirklich so mächtig? Drachenroute! Den scheiß Ruckzuckhieb, ne? Pups. Und tschüss. Flamara war immer meine letzte Evoli-Wahl. Ich mochte Aquana und Electek lieber. Das kratzt an meinem Stolz als Ass-Trainer. So ein Pech aber auch. 5 Hyperbälle. Hyper. Als Ass-Trainer hat man stark zu sein, egal wo der Kampf ausgetragen wird. Ja, es ist eine Belastung. So möchte ich irgendwen aus meinem Team... Ich meine, Traumato war schon sehr enttäuschend, ne? Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass mit Hypno irgendwann was Besseres dazukommt. Und ich meine, ein gutes Psycho-Pokémon an der Seite zu haben, kann ja eigentlich nur... Nee, nicht Fangreihenfolge, Pokédex nochmal. Ein gutes Psycho-Pokémon an der Seite zu haben, kann ja eigentlich nur von Vorteil sein. Kangama. Ja, schade, dass man aus der Box heraus nicht einfach ein Pokémon mit sich rumschleppen kann. Wäre bestimmt auch ganz witzig. Aber gut. Möchte ich eigentlich mal wieder irgendwelche Pokémon zum Professor schicken? Eigentlich ja. An den Professor schicken. Guck mal hier, Traumato kannst du haben und das hier auch. Und dieses kleine niedliche Georock kannst du von mir aus auch haben. Dann so ein kleines Fukano.
Und Dictas habe ich irgendwie auch. Nein, halt, Moment, nicht das. Nicht das Level 18 Dicta. Hier, die ganzen kleinen Dictas, die kannst du von mir aus haben. Dann haben wir noch ein kleines Zubat. Jojojo. Pipi, ach was. Hier, das kleine Habitak noch. Das kleine missratene Tauboga, das es nicht geben dürfte. Können wir von mir aus auch losschicken. Und dann noch hier die ollen Taubsis. Und dann go! Vielen Dank! Das bringt meine Forschung wieder ein Stückchen voran. Wunderbar! Laut meinen Aufzeichnungen hast du mir bisher 5 Fukano geschickt. Dein Taubsi ist ein äußerst beeindruckendes Pokémon. Hier hast du eine Belohnung. Okay. Du hast mir bisher 69 Pokémon geschickt. Weiter so. Aber gern doch, Professor. Immer wieder gerne. Ich bin Ihr absoluter Lieblingsmuster-Pokémon-Trainer. Ich hoffe, Sie merken sich das. Als Ass-Trainer hat man stark zu sein, ja. Ah. Ich hatte tatsächlich irgendwie den Glauben, dass hier hinten das Ende wäre. Stattdessen fängt es hier erst an. Ist hier irgendwas? Nicht. Diese Abkürzung ist mal wieder für nichts gut. Kennst du Pokémon-Cosplay? Ja. Unter Umständen. Vielleicht. Schwarz-Gold Hero fordert dich heraus. Eventuell schon mal gesehen, wie sich Menschen in Pokémon verkleidet haben. Ja. Gut. Also. Kann man mal machen. Düpp. Die Cosplay-Welt ansonsten ist mir relativ fremd. Aber ich finde es schon manchmal beeindruckend, was manche Leute sich so für Mühe geben, um in, ja, also und sich selbst irgendwelche Kostüme zusammenschneidern, und das kann auch teilweise echt cool aussehen. Also wirklich Respekt an alle, die das wirklich so richtig drauf haben und die da auch sehr viel Spaß dran haben und so. Das ist mal ein richtig, richtig cooles Hobby. Pikachu versucht Donner zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Donner ersetzt werden? Nein. Und zwar aus dem einfachen Grunde. Donner ist zwar stärker als Donnerblitz, aber Donner... Also, wir können es mal kurz angucken. Donner hat nur eine Genauigkeit von 70. Ja. Und Donnerblitz trifft immer. Und für die 20 Schaden mehr... Nee. Ich behalte lieber den Donnerblitz. Es tut mir leid. So, dementsprechend Donner Tschüssikowski. Pikachu hat Donner nicht erlernt. Aber immerhin die stärkste, Fragezeichen, Elektroattacke. Zumindest sehr lange die stärkste Elektroattacke gewesen. Deswegen eigentlich erstaunlich, dass die mir das so... Ich versuche nochmal einen Bodycheck. Dass sie mir das so früh geben. So verhältnismäßig früh. Nicht sehr effektiv, ja, ja. Ich mache jetzt nochmal den Bodycheck, weil ich Angst habe, dass Rankenhieb nicht ausreicht. Die dumm. So. Ja, eine stärkere Pflanzenattacke wäre auch mal ganz gut, Bisa-Knosp, ne? Da konnte ich wohl nichts machen. Das nächste, was er lernt, müsste doch bestimmt Rasierblatt sein, oder? Oder? Beim Cosplay entwirft man ein Kostüm für sich und geht dann richtig in seiner Rolle auf. Ich verkleide mich übrigens am liebsten als Schwarzgurt. Das hätte ich jetzt ja überhaupt gar nicht vermutet. Du findest einen Supertrank. Yay. Wollen wir Skolbert mal kurz mitnehmen? Ja. Ab und zu mal so einen kleinen Kampf sollte man vielleicht mitnehmen. So, und... Ah, komm. Es war so knapp. Und ja. Der war besser, aber ich fürchte, der Wurf war dafür dann nicht gut genug. Ja, Golbat hat irgendwie ein gesteigertes Interesse daran, weiter in der freien Natur herumzuflattern, was ich ja mal so überhaupt rein gar nicht verstehen kann. Didum. Ist eigentlich auch erstaunlich, ne? Müsste ich das nur überlegen, wie viele Pokémon hier durch diese Welt geistern, dass jeder Mensch auch sich unzählige Pokémon fangen kann und so weiter. Und diese Pokémon sind ja auch teilweise irgendwie wichtig für das Ökosystem. Jetzt stell dich mal vor, das ist so ähnlich wie wenn wir heutzutage Tiere ausrotten. In der Welt ist es halt so, wenn irgendwie
zu viele Pokémon gefangen werden. Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls je die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Okay. Danke, Kollege. Zu viele Zubats. Ja. Also wie gesagt, diese Pokémon sind ja eigentlich irgendwie mit Sicherheit auch für das Ökosystem teilweise... Ne. Die werden halt dafür gebraucht. Und... Aha, das war ein guter Wurf. Nein, so halbwegs. Kaum bis gar nicht auf den Kreis geachtet. Ja, ja, genau. Und das war jetzt... Wurde mir zum Verhängnis. Aber dafür war es... Dafür war es halt schön nach rechts geworfen. Und wenn zu viele dieser Pokémon dann halt aus der Umwelt verschwinden, weil zu viele Leute sie fangen, dann könnte das unter Umständen für Probleme sorgen. Aber es tauchen ja auch immer wieder neue Pokémon auf, also scheinbar scheint es nicht wirklich ein großes Nachschubproblem zu geben. Pokémon müssen sich rasant schnell vermehren, was wir ja eigentlich auch wissen, wenn wir mal ehrlich sind, weil mit dem Eierausbrüten haben wir uns in den anderen Pokémon-Teilen ja mehr als ausgiebig beschäftigt. Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Und da ging das mit dem Ausbrüten ja auch relativ schnell. Man musste ja nur so und so viele Schritte gehen. Kerstin forderte dich heraus. Und schon war so ein Ei ausgebrütet. Ich meine, ich weiß nicht, wie diese Pokémon das machen. Dass die sich dann vielleicht so ein Ei die ganze Zeit auf ihren Rücken schnallen und damit dann durch die Gegend wetzen und dann wieder einen neuen Nachkommen ausbrüten oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Okay, das könnte knapp werden. Oh, nö, wird nicht knapp. Ist nicht sehr effektiv. Dieser Knosp fängt an zu verzweifeln. Ja. Zwischenzeitlich, also Bodycheck ist halt eine tolle Attacke. Aber leider auch eine sehr kräftezehrende. Und ich fürchte, dieser Knosp darf jetzt auch erstmal wieder auf die Ersatzbank. Es war zu dunkel, ich konnte nicht richtig sehen. Och Mann. Jetzt sagt doch sowas nicht. Dabei ist hier doch erstaunlich viel zu sehen. Traumato entwickelt sich. Ach, ich dachte, er ist auf Level 28. Egal. Oh, Traumato. Könnte es sein, dass du auf einmal nützlich wirst? Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Traumato. Wow. Es ist ein Hypno. Nur echt mit kleinem Pendel. Die dumm. Läuft man einem Hypno über den Weg, sollte man wegsehen, dass andere mit dem Pendel in seiner Hand hypnotisieren kann. Das tut mir für Hypno voll leid. Wahrscheinlich wird es nie in der echten Welt so richtig angeguckt, sondern stattdessen die ganze Zeit konsequent ignoriert. Keiner will was mit Hypno zu tun haben. So, bewegen. Hypno aus dem Pokéball holen. So. Hypno. Hypno mag den Geruch der Erde. Das ist schön. Wenn Hypno sich freut, dann freue ich mich auch. Jo. Jetzt wird's nur... Also von der Bewegungsanimation her schon mal ein bisschen... Naja, langweilig in Anführungszeichen. Ich hatte halt irgendwie gehofft, dass Hypno ein bisschen größer ist. Und dass ich vielleicht auf ihm reiten kann. Oder dass er mich auf die Schulter nimmt oder irgendwie sowas in der Art. Aber nö. So groß ist Hypno gar nicht. Weshalb wir einfach mal konsequent darauf verzichten müssen. Du hast Pokémon? Dann auf in den Kampf! Klar doch. Das ist aber nett, dass er fragt. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich keine Pokémon gehabt hätte? Camper Phil fordert dich heraus. Als normaler Wandersmann, der absolut keine Pokémon mit sich führt, wärst du doch in dieser Welt komplett aufgeschmissen. Wenn alle möglichen Leute dir erstmal irgendwelche Pokémon entgegenschmeißen. Du selber willst einfach nur deine Ruhe haben. So, Hypno. Psystrahl, los! Ja. Ja gut, halt kein One-Hit, ne? Deswegen gleich mal ein bisschen enttäuscht. Aber es sei dir einigermaßen verziehen. War trotzdem stark. Ja, Hypno, ich bin ein bisschen stolz auf dich. Das versuche ich besser wann anders nochmal. Weh, okay. Dann versuch's doch wann anders nochmal. Ich bin vor Aufregung ganz nass geschwitzt. Bitte keine Details, danke. Du findest einen Supertrank? Die Camperin da oben, die guckt ganz gierig das Tragosso an. Ich weiß ja gar nicht warum. Egal. So, meine Lieben,
wir machen an der Stelle jetzt wieder eine Pause. Wir sind immer noch nicht durch den Felstunnel durch. Dieser Felstunnel ist einfach unglaublich groß und lang und breit und umfangreich. Aber egal, wir kämpfen uns weiter hier durch und früher oder später werden wir wieder das Tageslicht sehen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.